Ist das brutal? Ich habe hier nur eine 1,9er Felge drauf, noch nicht mal eine 2,2er, weil es ist ja eine 1,8er Achse. Da kommen eigentlich 2,2er Reifen, die sind dann noch ein paar Zentimeter höher. La 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 la. Ist das ein Irrsinn? Das ist völlig crazy. Das ist völlig unnormal, Leute. Das ist ein Bodenabstand hier. Das ist der Irrsinn. Echt. Der totale Wahnsinn mit zwei 1,9er Felgen. Ich muss das mal mit 2,2er, da ist das. Also. Das ist einfach irre. Das ist völlig unnormal. Voll crazy. Also eine bessere Bodenfreiheit für einen Crawler gibt es einfach mal definitiv nicht. Geht nicht. Ist irre. Echt Wahnsinn. So, halt mal 25 Kilo raufgehauen hier. Fertig. Ist sie. Eine geile Achse. Vorderachse. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich sie da unten in meinen STX-10 kriege. Qualität, ne? Alles Kugel gelagert, egal an welcher Stelle. Alles gehärteter, gesinterter Edelstahl, also gesinterte Zahnräder aus feinstem Material, selbst die Kugellager. Also da kostet ein so ein Kugellager mit diesem speziellen Dichtungsring drauf, ja. Die sind sehr, sehr teuer. Also ich weiß nicht, ob das sogar nicht vielleicht Keramikkugellager sind, ich weiß es nicht. So, hier ist der Deckel. Der kommt jetzt da jeweils klack so lang so drauf. Von dieser Qualität. Ist das nicht geil? Ich gehe hier ab, es ist der Wahnsinn. Also hier oben die Antriebsachse, Versatz nach unten, Radachse. Hier drin ist eine Untersetzung. Kleineres Zahnrad greift auf ein etwas größeres Zahnrad. Hier oben kommt die Welle von der Achse rein und dann ist hier eben eine klitzekleine Untersetzung mit drin. Ist das nicht geil? Wie gesagt, hier oben, wo ist mein Zeigefinger? Das ist die Radachse, kommt das Rad drauf mit der Befestigungsmutter. Ach Leute, ich kann mich nicht satt sehen daran. Fantastisch. So geil gemacht. Aber Leute, das Unboxing. Ich mache jetzt mal noch mal eins von der zweiten Achse.
Das ist die MST-Portalachse für den CFXW, aber dazu kommen wir gleich, sage ich euch noch genauer mal. Portalachse, wisst ihr ja wahrscheinlich, Mercedes Unimog, der neue Mercedes G-Geländewagen hat sie, glaube ich, auch drin. Steyr-Puch, glaube ich. Und der Hammer aus den USA, das Militärfahrzeug, hat auch Portalachsen. Erfunden ist die Portalachse aber von Mercedes-Benz und wurde als erstes in den Unimog eingebaut. Schon, weiß ich nicht, ich glaube in den 40er, 50er Jahren, keine Ahnung. Portalachse heißt, man hat einen Höhenversatz der Radachse. Also man erhöht mit der Portalachse enorm die Bodenfreiheit. Zum Mitteldiffgehäuse. Das ist eigentlich das Erste, was. Also hier seht ihr die abgebildete Achse. Und der Abstand vom Mitteldifferentialgehäuse zum Boden wird enorm erhöht mit einer Portalachse. Heißt, hier oben ist die Achse an sich drin, die Antriebsachse. Hier außen gibt es dann noch mal eine Untersetzung nach unten. Und erst hier unten kommt dann die eigentliche Radachse raus. Ja, hat man dann diesen Höhenversatz. MST hat es schlau gemacht, dass die in die Achse einen negativen Sturz mit eingebaut haben. Ähnlich wie man es von Driftern oder so kennt. Der negative Sturz, das heißt, da stehen die Räder doch etwas schräg beide. Wenn man jetzt am Hang, am Berg fährt, dann kippt der Crawler nicht so leicht zur Seite, weil, wie gesagt, die Räder x-beinig stehen. Und durch dieses x-beinige Stehen der Räder, wie gesagt, verbessert sich die Kippeigenschaften enorm. Ja. Soll Maßstab 1 zu 8 sein. Ich habe die Hinterachse schon zusammengebaut und habe die in meinen Axial SCX10 Maßstab 1 zu 10 eingebaut. 1 zu 10, die 1,8er Achse, passt wie angegossen da rein. Also, ich weiß ja nicht, warum die 1,8er. Es gibt ja diesen herrlichen Komplettbausatz. Wie gesagt, ich habe nur die Achsen hier. So, öffnen wir mal das Paket. Da haben wir hier ein Infoblatt. Es gibt wahrscheinlich diverse Filme hierzu. Hier haben wir den ganz normalen Maßstab 1 zu 10, CFX. Der hat keine Portalachsen, der hat den Motor vorne, Getriebe, ich denke mal, vielleicht sogar auch ein Zweiganggetriebe schon drin. Mitteldifferential, Akku schräg hinten, keine Portalachsen. Und das Besondere an MST ist, dass all die Crawler von MST haben ein Planetenzahnradgetriebe. Kein Stirnrad-Zahnradgetriebe, wie alle anderen Crawler es so haben. Axial, G-Mate. Drexas, was ist da? Vatera, gibt ja so viele Firmen. Hier, wie gesagt, immer das Besondere, dass die Planetenzahnradgetriebe drin haben, was hervorragend sein soll. Also ich muss sagen, ich bin von dieser Firma, ich habe hier auch einen Drifter von denen, also ich bin da immer sehr, sehr fasziniert. Hier ist der billigste sozusagen, das ist dann der CMX, Maßstab 1 zu 10. Den gibt es, glaube ich, in Langversion und in Kurzversion. Der hat Mittelmotor, so wie der Axial STX10.
1er zum Beispiel. Mit Getriebe, Akku ist vorne auf über der Vorderachse. Auch keine Portalachsen. Muss mich mal beeilen, damit das Video nicht so lang wird wieder hier. So, hier ist dann der CFXW und von dem sind jetzt diese Achsen. Das ist der im Maßstab 1:8. Der hat Motor vorne. Ein Zweiganggetriebe, Planetenzahnrad Zweiganggetriebe, ein Verteilergetriebe in der Mitte und auch den Akku hinten. Wenn man den Bausatz jetzt hat und den neben einen zum Beispiel Axial SCX10 stellt, nebeneinander, dann ist der tatsächlich ein Tick größer. Also von daher der Maßstab 1:8 ist dann korrekt angegeben. Hat aber auch, glaube ich, nur 1,9er Felgenreifen drauf. Und wie gesagt, bei mir passt die Achse perfekt in meinen Axial SCX10. So, da haben wir hier die... Auf dem Foto sieht man gar nicht diesen negativen Sturz, den die Räder haben. Das muss man auch mal gucken. Ja, haben sie natürlich kein Foto gemacht, alles nur von der Seite. Hier in der Achse werden nur gesinterte, gehärtete Zahnräder verwendet. Und zu den Besonderheiten kommen wir gleich noch. CVD, Antriebswellen natürlich, allerfeinstes Material, allerfeinstes Material. Mal gucken, ob ich hier noch mehr Informationen, ja. Hier ist mein Foto, wo ihr seht mit dem negativen Sturz hier. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich das Handylicht anhabe. Hier auf dem seht ihr den negativen Sturz der Räder links, rechts. Ich finde den irgendwie echt cool, Leute. Also ihr seht, der hat wirklich die feinsten Kugelhaar, Zahnräder, was man überhaupt so sich denken kann. Ich muss noch was sagen zu der billigsten Version, nämlich der CMX. Also der hier 1,8er heißt CFX-W. Der 1,10er heißt nur CFX ohne das W mit Motor vorne. Und ach, so. Der CMX ist der billigste und der hat übrigens keine Kugellager drin, sondern der hat nur Bronzelager drin. Da meckern die Leute und sagen, oh, da muss ich mir Kugellagersatz kaufen. Nö, MST ist nicht doof. Wer viel durch Wasser, Matsch und sonst was fährt, sollte hier die Bronzelager drin lassen. Fahrt mal einmal mit einem Kugellager durch Wasser, Dreck und weiß ich was, also, und geht nach Hause, stellt das Auto ab, dann sind die Kugellager am nächsten Tag fest. Deswegen finde ich es manchmal schon sinnvoll, Bronzelager drin zu haben. So, die Achsen hier sind aber natürlich mit Kugellager, aber die sind so gekapselt, dass da kein Wasser rankommen kann. So, also lange Faselei hier. So, hier ist die Beschreibung. Muss mich beeilen, Leute. Ist das überhaupt interessant für euch? Ich glaube nicht. So. So. Kommen wir zum Inhalt. Hier, das war noch die Beschreibung von der ersten Achse. Selbstverständlich ist hier Fett dabei. Wie gesagt, ich habe schon eine Achse gebaut. Dieses Fett bis zum letzten Tropfen. Tropfen kann man ja nicht sagen. Zum letzten Schmierchen, Böppelchen braucht man wirklich den gesamten Inhalt für eine Achse. So, da haben wir als erstes, fangen wir mit den Kunststoffteilen an. Als erstes haben wir das Achsgehäuse. Das ist ein komplett geschlossenes Achsgehäuse, was dann mit einem Differentialdeckel verschlossen wird.
mit 8 Schrauben oder so oder 10 Schrauben ringsrum einmal. Sehr schön gemacht übrigens. Hier ist eloxiertes Aluminium mit Innengewinde. Das ist die Spurstange. Vorder- und Hinterachse sind übrigens baugleich. Also man kann nicht hingehen und sagen, ich möchte bitte eine Hinterachse und ich möchte bitte eine Vorderachse. Man kauft sozusagen zweimal die Vorderachse. Bei der Hinterachse wird dann einfach der Lenkhebel mit dem Hebel gesperrt, dass die Starre stehen bleibt. Und selbstverständlich hat dann natürlich auch die Hinterachse die tolle CVD-Welle da. Ne? Ich weiß, ich habe einen Baufilm gemacht. Ich weiß ja nicht, ob ich den reinstelle. Da ist das eigentlich ziemlich genau beschrieben. So, hier haben wir Kugelkopfpfannen für die Spurstangen und den Lenkhebel und so weiter. Hier haben wir Linkhalter, die noch dann. Quatsch. Sind das die Linkhalter? Nee, das, ach Quatsch, das ist der. Sind die, ist der Servohalter. Weil hier kann man sich entscheiden, dass man das Servo wie üblich von Axial und so weiter auf die Achse draufschraubt. So, dann haben wir hier die Abdeckung für das Mitteldifferential an der geschlossenen Achse. Sieht sehr scalig aus und Leute, wie gesagt, ich habe schon einmal gebaut, die Teile, die Kunststoffteile, klickt ihr hier ab mit dem Seitenschneider. Die sind so passgenau, sowas habe ich noch nicht erlebt. Die schiebt ihr aufeinander oder ineinander und dann macht das einmal Klack. Wenn ihr sie wieder abmachen wollt, dann müsst ihr wirklich mit dem Messer irgendwie dazwischen und kriegt das kaum abgehebelt, weil die so passgenau aufeinander sich ineinander einfügen. Also das ist ein Wahnsinn. Diese Herstellungstoleranz von denen, die ist so gering, dass die Teile sind so exakt, so perfekt gegossen oder gespritzt, sagen wir mal. Und wie gesagt, hier kommen dann ringsrum alles Imbusschrauben, alles eloxierte Imbusschrauben in schwarz. Tolle und schöne ist, dass hier sogar Stoßdämpferaufnahmen für den Rahmen dabei sind. Kritikpunkt meinerseits ist, sie hätten schön dieses eloxierte, gesinterte Stahl auch für die Radmitnehmer verwenden können. Die sind hier leider, leider aus Kunststoff, was mir ziemlich am Missig wo vorbeigeht, weil sowas habe ich ohne Ende hier zu Hause rumzuliegen. So, hier haben wir die C-Hubs mit dem entsprechenden Sturz, negativen Sturz. Das ist alles gerillt an der Außenseite der Achse mit Rillen. Also man kann sich entscheiden, wie rum man diesen Hebel da drauf setzt. Also da hat man sehr viele Einstellmöglichkeiten, ja, wie man es draufsteckt. So, hier sind die Abdeckungen des Portalachsengetriebes, weil die Achse hat ja dann vorne hier ein kleines Getriebe und hier ein kleines Getriebe. Normalerweise andere G-Mate und so machen einfach nur 2 Zahnräder übereinander, um diesen Höhenversatz hinzukriegen. MST macht es anders. Die benutzen 4 Zahnräder im Kreis als Untersetzung außen am Portal sozusagen. Ja. Da seht ihr hier die 4 Löcher. 1, 2, 3, 4. Da kommen Kugellager rein. Jeweils Kugellager mit Wellen. Und auf die Wellen werden die Zahnräder gelegt. Aber die Zahnräder sind nicht alle in der gleichen Größe, sondern also die 2 sind gleich und oben auch, glaube ich, und unten ist ein großes. Und somit ist dann die Übersetzung von den kleinen auf das große. Und somit hat es dann außen nochmal eine Übersetzung. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sage. So, hier ist die Innenseite. Das ist sozusagen der C-Hub
jetzt, wo dieser Deckel hier raufgeschraubt wird. Hier seht ihr die vier Lochungen da, wo auch wieder Kugellager reinkommen. Also außen wie innen sitzen da Kugellager. Und das ist dann der C-Hub. Nee, das ist der Lenkhebel. C-Hub hatten wir ja hier. Das hier mit negativem Sturz. Nee, das ist der Lenkhebel. Mann, jetzt bin ich aber durcheinander. Der Lenkhebel und das ist doch das C-Hub. So, sorry Leute. Hier seht ihr das kleine Eingangskegelrad und das Tellerrad. Es ist ja kein Differential in der Mitte, in der Achse, wie üblich bei RC-Autos, sondern bei Crawlern, wisst ihr ja, ist das immer gesperrt. Hier seht ihr übrigens das Material gesintert, gehärtet, da muss man also nicht hinrennen und sich noch ein tolleres Tellerrad holen und Kegelrädchen, sondern das hier ist von Hause aus Schweinematerial, Leute. Hier schlägt dieser Langschlitz nicht so schnell aus wie bei Axial. Die haben hier nur gegossene Zahnräder. Das hier sind die sinterte, richtig harte, sehr gut, aus sehr gutem Material. In einem Stück, nicht die Scheiße, wo man hier Differentialkorb raufschraubt und in den Differentialkorb nochmal so ein Viereck reinlegt, damit die gesperrt ist, sondern hier hat man einen Teil, ein gesintertes Schweineteil, was da in die Mitte kommt und fertig. Das Schöne ist, das fällt natürlich klein aus, weil man ja dann außen nochmal eine Übersetzung hat, ne? Deswegen braucht man hier in der Mitte nicht so ein riesen Tellerrad hinmachen wie bei Axial. Da hat man ja Tellerräder wie Sau und hat ja keine Bodenfreiheit deswegen. Also Spitzenklasse. So, dann MST-mäßig alles vakuumgezogen. Ja, sortiert. Jeweiligen Schraubengrößen, Muttern, 2,5 mm Mutter, 3 mm Mutter. Also, für ganz doofe, schön sortiert, schön vakuumgezogen, ewig haltbar. So, hier dasselbe Spiel mit den Kugellagern. Mickey Maus Kugellager, los Handy, stell das scharf. Also diese kleine, ich denke manchmal schon, das wäre aus Keramik oder ich weiß es nicht. Die haben so einen speziellen Dichtungsring drauf, der ist so ein bisschen gold eloxiert farben. Dann Unterlegscheiben oder Schimmscheiben, Sprengringe, muss man übrigens aufpassen beim Zusammenbau, um die nicht durcheinander zu bringen, aber eigentlich kann man sie nicht durcheinander bringen, weil das hier alles sortiert ist. Hier sind die CVD-Bolzen drin, hier ist der Federring, der sozusagen rüberkommt, damit dieser Splint, der hier durchkommt, nicht rausrutschen kann. Aber der Splint wird gleichzeitig für Insider, die sowas schon mal gebaut haben, mit einer Mahnschraube gesichert. Also absolut narrensichere Sache. So, dann haben wir hier Langgewinde für die... Ihr wisst schon, hier für die, hier dann haben wir außen für die Radachse, für den Mitnehmer den Splint. Dann haben wir Schrauben und dann haben wir wieder diese tollen Kugellager. Also ihr seht, es ist eine ganz schöne Masse an Kugellagern, die in eine einzige Achse reinkommen. Ja, das ist irre, einfach durch diese Planetenzahnrad. So, jetzt kommen wir zu den Zahnrädern, die da verbaut werden. Da haben wir hier oben wieder Schrauben, hier haben wir Kugelköpfe, hier haben wir zwei Schrauben für die, also die zwei Radmuttern. Hier haben wir die CVD-Wellenachsen, wo ja nicht das Rad drauf geschraubt wird, weil es ja eine Portalachse ist. Also oben haben wir dann die CVD und dann geht es nach unten mit einer Übersetzung. Da haben wir dieses etwas größere Zahnrad und hier haben wir diese etwas kleineren Zahnräder. Hier haben wir die eigentlichen Wellen, wo der CVD-Wellenbolzen reingeschoben wird.
und mit Madenschraube gesichert wird. Alles schwarz eloxiert, super geiles Alu. Ich kann es sagen, weil, wie gesagt, ich habe schon eine Achse zusammengebaut. Und diese Zahnräder hier laufen im Kreis, links wie rechts. So, und liebe Leute, jetzt seid ihr endlich durch. Hat ziemlich lange gedauert, finde ich. Aber ich wollte es einfach mal ausführlich machen. Also, hier Inhalt des Bausatzes der Portalachse. So, das war's, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wer Fragen hat, immer unten unter die Kommentare schreiben. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Tommy, German RC Creations. Tschüssi. Der kommt jetzt über Sockel hier rüber. Das ist ein Wahnsinn. Hier über die Sofalehne, das war vorher überhaupt nicht möglich gewesen. Und fucking fassbar. Unglaublich. Ich bin voll auf begeistert. Wirklich volle. Also so, der hat natürlich jetzt noch mehr Drehmoment, weil er hier nochmal eine Übersetzung drin hat, ne? Also Wahnsinn, ey. Bin total zufrieden.